Hey, hey, hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia Definitive Edition. Hier bei mir, dem Ricola, gibt es jetzt stürmisch regnerisch weiter und wir gucken mal, was es so in der Tankstelle hier gibt. Aufmachen bitte. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Richtig so, hau noch mal drauf. Ja, so wird das gemacht. Ja, die liegen. Ich nehme Norden, du Süden. Ich gehe hoch, du gehst dadurch. Okay, klar. Ja, und auch nicht sonderlich viel wissen. Und fällst du runter? Nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Raus, du Schmarotzer. So, die Stories gucken wir uns nachher noch an. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Ja, das nehmen wir auch mit. Juhu! Ey. Oh, keine Munition mehr. So, noch ein bisschen was zum Looten haben wir hier. Nee. Nee, nee, nee. Oder? Nee. Ja, vor mir, wa? Oh, das bist du. Sorry, Pauli. Oh, eine Zigarettenschachtel, wa? Bin noch irgendwas? Dienstrevolver, Muni. Also das hätte man früher nicht durchgehalten, so ein Schrotflintenschuss. Johnny, runter! Komm, wir müssen hier weg! Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Jo. Den Smith, nehmen wir schon. Ohne richtig schöne Regenmission. Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt. Keine Sorge, ich habe den letzten von Ihnen. Die kriegen wir noch. Kein Problem, wir sind ja eh schon super schnell dran. Ja, und dann vermöbeln wir die Leute.
No, ich hab sie. Ich hab's verhauen. Dann lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff Tropfen sehen. Ich werde auf alle Fälle jemanden verletzen. So richtig schön mit links und rechts und so, wie man es aus den typischen Klassikern von früher kennt. So, Pauli, du kannst schießen. Schieß, Pauli, aus der Reichweite kriegst du sie locker getroffen. Der Wagen fährt sich auch richtig, richtig bescheiden. Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen sie sich nicht mehr. Nein, 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 warte. Bitte. Bitte, ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Aber der ist ja sowieso schon platt. Mein Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja, dachte nur... Ey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Ja, Sturmwolken über Chinatown. War halt nicht so geil, würde ich mal behaupten. Der Heilige und der Sünder. Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss? Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja. Der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam? Du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt.
Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Polly und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Greif dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie ja. heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Schon ein harter Job, wa? Gehen wir. Das wird schon nicht so einfach sein. Aber wir werden das schon schaffen. Geht zu Winnie. Wir treffen uns da. Hol die Bombe von Vincenzo. Ja, also ich kann ihn da total verstehen, warum er das gemacht hat, warum er da nicht abgedrückt hat. Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Er ist auch total angespannt, wenn es ums Töten geht und so. Steig ein. Wir müssen reden. Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle. Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Ja, dann fahren wir zu St. Michael's Church. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Ja, der Plan klingt gut. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Gilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Was ist heute mit dir los, Tom? Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? Ja, diesmal machen wir das. Bist du schon immer so gefahren? Vielleicht. Schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Ja, der Wagen fährt sich 100-mal besser als der andere.
Ja, da ist jetzt so eine Art bedrückte Stimmung. Ich finde, das kann das auch total nachvollziehen, hier wie sich Tommy fühlt. Vor allem dadurch, dass ja Norman da in diesem Restaurant sitzt und dieses Gefühl hat, ja, ich musste den und den töten und ich habe den und dem auf dem Gewissen. Ist halt ein echt Kackgefühl, so. Aber er kann halt auch nicht anders. Ich meine, was soll er anderes machen? Wenn er einfach Nein sagt, dann wird er aus der Familie geschmissen. Oder gilt selbst als Opfer. Hat kein Vertrauen mehr in den Don. Ja, das sind halt so die Aufgaben in der Familie. Wir sind da. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück, dir auch. Ciao, Sam. Good luck, have fun. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht haben. Oder ich schnapp mir eine Hure. Und ich gebe dir 100 Euro. Für ein bisschen Spaß. Ah, Caglione soll ich kaputt machen. Oha, das ist ein ganzes Hotel. Du benimmst dich da drin, okay? Hallo, Hübscher. Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich habe nur die Tür im Auge. Okay. Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem? Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile, nimm dir einen Drink, entspann dich und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. Sag, wenn du soweit bist. Hey, hey. Ich brauche den Manager. Hier durch zur Lounge. Sie gehören zu unseren neuen Geschäftspartnern, ja? Kennen Sie eine Michelle? Ich kenne nur die Mädchen hinter Ihnen, Sir. Das sind die einzigen, die verfügbar sind. Okay. Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar. Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Genau mein Fall. Hallo? Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Okay, ciao. Wir können uns auch einfach nur unterhalten, wenn du sonst nichts willst. Was macht so ein hübsches Kerlchen an so einem Ort? Ich suche nach einer Michelle. Die hat oben zu tun. Ich aber nicht. Ja, ciao. Schade um das Bordell. Aber ich werde es wahrscheinlich in die Luft jagen. Kein Geld mehr haben und keine Arbeit finden. Weißt du, so leben wir schon die ganze Zeit. Das ist nichts Neues. Durch die Depression die Weißen jetzt... Kann ich Ihnen helfen? Das ist alles. Wäre meine Mutter noch hier, würde sie Ihnen gute Tipps geben, wie man überlebt. Auch ohne was zu haben. Ja. Einen Weg in die Lounge finden. Gehören Sie zu den Morellos, Sir? Sind diese Neuen, die hier das Sagen haben? Der Manager muss nett zu seinen neuen Freunden sein. Wie kommt's? Wenn deine neuen Freunde Kanonen haben, dann bist du nett. Schieb sofort ab, Junge. Die Leute sagten, sie war eine echte Dame und ich hatte Glück, dort zu arbeiten. Da oben in Beach Hill mit den ganzen reichen Leuten, die auf die Stadt runtergucken. Aber so hat sich das angefühlt. Kann ich Ihnen helfen? Sie hat mit mir über meine Rechte gesprochen, über meine Nachbarschaft. Über alles, was Leute wie wir ihrer Meinung nach tun sollten. Fein, kann ich das Silber polieren, Lady? Gucken wir mal, was der zu sagen hat. Ein Zimmer kriegst du nur mit einem Kerl. Okay. Du kennst die Regeln, Dottie. Ist Michelle heute da? Mal sehen.
Ah, schönes Lokal an sich. Ich glaube gar nicht so wie heutzutage. Ja, sie hat aber zu tun. Wenn du darauf wartest, dass Michelle runterkommt, wird sie nicht. Sie ist den ganzen Tag gebucht. Notiz lesen. Betty Patusa, Herr. 106 wird gereinigt. Margaret. Michelle, da haben wir es. Zimmer 208, ganzer Tag. Und hier haben wir noch so ein Detective-Ding. Ja, da gehen wir natürlich nicht ran. Das heißt, ab in 208 und... Los geht die Michelle. Ja, ich muss nach oben. Okay. Gut, hat sich auch erledigt. Ab nach oben mit uns. So, 208. Okay, Spaß ist vorprogrammiert da. Du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein, bitte! Tja, einstecken ist nicht von Karstem nicht. Tut mir leid, hab's nicht so gemeint! Oh ja. Erstklassige Zimmer, prächtige Einrichtung, herzlicher Empfang, gute Gesellschaft. Ja, einfach, Michelle, Zimmer 208. Das ist doch 208. Oder nicht? Oh mein Gott. Das ist echt eine Tortur. Okay, also Michelle ist anscheinend sehr beliebt, kann man sagen. Hey, was machst du? Du darfst hier nicht rein. Komm her und hol's dir. Dort. Ja. Ein Mann weniger ist ein Mann weniger. Du bist auf alle Fälle nicht gewünscht. Oh, Leute. Ja. Den Kopf in der Wand, hä? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß Nun, er. Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar von Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Ja.
Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Oh, die ist so fix und fertig. Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Was steht hier noch? Michelle. Ich werde sie hochschicken. Oh mein Gott, das ist ja echt widerlich. Aber jetzt muss ich nur noch den Manager in der Lobby killen. Ach, der befindet sich ja unten. So. Hotel ist groß und unübersichtlich. Finde ich jetzt zum Beispiel. Aber kann ja jeder sehen, so wie er mag. Und wir gehen jetzt erstmal zu dem Typen hin. Ich meine, hier ist eine Wache. Da vorne steht einer. Gehören Sie zu den Morellos, Sir? Oh mein Gott, das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Ach, Kacke. Okay, das machen wir nochmal. Letzter Kontrollpunkt. Gut, dann erreichen wir nochmal schnell sein Büro. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben keine große Ausrüstung. So, du bist tot. So, okay. Der ist auch erstmal weg. Gut, okay, nichts geht über eine richtige Schlacht. Okay.
Okay, Ist irgendwo Medics oder sowas? Nee. Oh, was ist das denn? Schrotflinte. Die bietet sich gut an. Hat aber irgendwas. Naja, egal. Ab in die Deckung! Hier drüben! Er hat mich im Visier! So, das wird ja ein Kampf. So, Headshot. Und hier füllen wir unser Leben wieder auf. Keine Dienstmädchen töten. Komm sofort hierher! Oh mein Gott, kann ich nicht schießen. Okay, das war... sehr spontan. Na, der ist schon umgefallen. Und ab ins Büro. Nimm das Geld und Dokumente mit. Gut, okay. Geld. Oder sind das Dokumente? Okay. Und jetzt noch Geld. So, platziere die Bombe. Scheiße. Müsste er schaffen. Boah.
Scheiße. Acht Schüsse und eine Explosion, gemeldet vom Hotel Corleone. Verdächtiger flieht über die Dächer. So, hier runter. So, dann wollen wir mal noch weiter schneller öfter abhauen. Jetzt sitzt du fest. Oh mein Gott. Das war gut. Wer ist alle? Und wir sind weg. Hoffe ich mal. Benutzt die Leiter, Tommy. Gute Arbeit. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Ja, kein Kontakt, weiß ich warum. Und runter. Aber Leute, ich würde sagen, die Folge ist jetzt schon super lang. Ich mache hier kurz einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, haut ein Abo raus. Ciao.